Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fliegen lernen. In dieser Episode geht es um die Überlandflüge und spezieller um die Flugvorbereitung. Denn das ist ein wichtiges Thema, vielleicht eins der wichtigsten Themen, was ja vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird hier und da. Denn man sieht natürlich immer die schönen Flüge und die Aussicht und dass man an schöne Ziele fliegt. Aber was davor alles stattfindet, das interessiert auf jeden Fall einige von euch. Ihr habt mir Kommentare unter den Videos da gelassen und auch Nachrichten bei Instagram geschickt, was ich sehr cool fand. Vielen Dank dafür und dementsprechend lasse ich hier einfach mal meinen Senf dazu raus. Und das erwartet euch dann also nach dem Intro. In dem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Bevor ich allerdings zu dem Thema selber komme, hier jetzt die Packungsbeilage. Wie schon gesagt, das ist ein richtig wichtiges Thema. Das hier ist nur ein Video, wo ich Teile meiner Erfahrung mit euch teilen möchte. Redet mit eurem Fluglehrer drüber und lasst euch von diesem weiterhelfen. Das hier ist kein Lehrvideo, das war die Packungsbeilage. Und in diesem Sinne fangen wir auch direkt an. Ich habe das Ganze in 5 Gebiete jetzt erstmal unterteilt. Und zwar Wetter, NOTAMs, Route, Karte und Kraftstoff. Das sind alles Teile, die zusammenhängen und deswegen eigentlich nicht einzeln unbedingt betrachtet werden können. Das werdet ihr auch gleich merken. Aber so grob würde ich das jetzt mal so unterteilen für dieses Video. Hier und da gibt es bestimmt noch andere wichtige Teile der Flugvorbereitung. Aber das Video hat eben nicht den Anspruch, hier jetzt komplett jedes Thema im Detail abzugrasen. Das würde einfach viel zu lange dauern. Das möchte ich hier eben auch nicht. Also einfach nur meine Eindrücke. Beginnen wir also mit dem Wetter. Das Wetter ist gerade für die VFR-Ausbildung unglaublich wichtig. Bei mir wurden einige Flüge, auch schon die Platzrunden, wurden storniert, eben weil das Wetter zu schlecht war. Sei es wegen starkem Regen, Unwetter oder tiefen Wolken oder zu starkem Wind. Und das Ganze hat eben einen Einfluss auf die Fliegerei, die wir eben machen können. Das heißt, eigentlich schon eine Woche vorher, sprich wenn ich den Termin mache, gucke ich eigentlich, wie wird das Wetter. Natürlich ist das jetzt im Herbst nicht so aussagekräftig, was der Wetterbericht sagt, eine Woche vorher, aber schon mal als Orientierung ist das nicht schlecht. Das heißt, da beginnt eigentlich schon die Flugvorbereitung. Wenn ich einen Termin gemacht habe und ich mir denke, okay, das könnte ganz gut werden, dann war es das erstmal. Dann gucke ich mir da auch nicht groß noch was an. Und dann gucke ich mir eben ein paar Tage vorher oder am Tag vorher, 2 Tage vorher, das Wetter noch ein bisschen konkreter an. Also wird es regnen, wird es stürmen, wird es schneien oder wie auch immer. Und das Ganze hat nämlich einen riesen Einfluss auf die Route, die ich überhaupt fliegen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel südlich von Aachen alles dicht ist, dann fliege ich nicht in die Eifel rein, sondern dann fliege ich Richtung Norden, Gladbach und Grefrath, Weeze und so weiter. Das heißt, das Wetter hat einen direkten Einfluss auf die Route, die ich fliegen kann. Und das schon in der Vorbereitung. Klar, wenn ich ein bestimmtes Ziel vor Augen habe, dann bin ich nicht so flexibel, aber in der Ausbildung hat man eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Optionen für solche Überlandflüge, genau aus dem Grund. Also, wenn ich mich dann auf eine Route eingepeilt habe, dann gucke ich mir die NOTAMs an. Das sind letzten Endes wichtige Informationen für den Piloten. Das können für eine gesamte Flugstrecke, zum Beispiel für den Startflugplatz, wichtige Informationen sein. Eine versetzte Schwelle, eine gesperrte Piste oder ähnliches oder ein Kran in Abflugrichtung oder ähnliches. Das kann auch während der Route irgendwas sein, zum Beispiel Luftraumsperrung, Übungen vom Militär oder Akrobatik. Und wenn ich dann zum Zielflugplatz weiter scrolle in den NOTAMs, dann stehen da wieder ähnliche Informationen. Also sind da gerade Fallschirmspringer, ist da gerade eine Airshow oder solche Geschichten eben einfach. Das sind wichtige Informationen, die auch meine Route beeinflussen können. Und zwar kann da auch stehen, dass der Platz halt gesperrt ist für die Zeit. Oder dass ich anrufen muss, ob ich überhaupt dahin darf an dem Tag. Oder ob ich anrufen muss, ob ich kurz meinen Flieger da abstellen kann. Ob ich da zwischentanken kann. Also sprich, ob die Zapfsäule vielleicht defekt ist oder irgendwas in der Form. Das steht bei den NOTAMs. Bei kleineren Flugplätzen oder wenn man auf Nummer sicher gehen will, generell, dann kann man eigentlich jeden Flugplatz anrufen oder sonst per Mail im Vorhinein erreichen. Gerade bei Feiertagen und kleinen Flugplätzen kann man das vielleicht mal machen. Ist gar nicht so unwichtig, dass man da nicht erst, wenn man in der Luft ist, anfragt und keine Antwort bekommt, sondern vorher schon vielleicht guckt, ah ja, okay, es kann ja sein, dass der Platz geschlossen ist. Dann steht die Route quasi endgültig. Also dann weiß ich, okay, ich fliege jetzt von hier nach Grefrath. Und ich will, weil ich in der Ausbildung bin, durch die Kontrollzone von Gladbach. Das ist letzten Endes mein Flug für morgen hoffentlich. Und dann nehme ich mir das hier. Das ist unsere Pilotenflug-Mitnehmkarte. Die ist riesig, also das ist so eine Doppelkarte sogar.
wenn ich die jetzt ausklappen würde, dann ist sie hier das ganze Bild und noch viel mehr. Dann sucht man sich den kleinen Schnipsel, der eigentlich relevant ist. Dieser kleine, dünne Streifen hier. Und wenn man sich das anguckt, dann weiß man ja, okay, wir starten in Aachen. Da setze ich mit meinem nicht permanenten Folienstift schon mal an, lege mein schönes Riesengeodreieck dran und ziehe eine möglichst gerade Linie zu meinem ersten Punkt, den ich anfliegen will. In meinem Falle für morgen wäre das zum Beispiel der Pflichtmeldepunkt Romeo. Das ist nicht definitiv, ob man solche Punkte bekommt, da können wir dann gleich nochmal drüber quatschen. In der Ausbildung ist es eigentlich Ziel, den schnellstmöglichen und direkten Weg immer zu fliegen, denn man fliegt nicht zum Vergnügen, sondern man fliegt, um was zu lernen. So wurde mir das eingebläut, habe ich mir gemerkt. Und dementsprechend ist es meistens so, dass ich wirklich eine gerade Linie von einem Punkt zum nächsten ziehe, sprich von Start zu Zielpunkt vielleicht sogar schon direkt und dann mir überlege, okay, sind da markante Punkte, die ich nutzen kann, mir Waypoints zu setzen. Diese Waypoints dienen als Kontrolle für zwischendurch, denn wir fliegen ja VFA, also auf Sicht. Das heißt, wir müssen uns nur mit dieser Karte und terrestrisch orientieren und den paar schönen Instrumenten, die wir eben da vorne vor uns haben. Und dementsprechend versuche ich das erstmal auf der direkten Route hinzubekommen. Ich suche Seen, ich suche Autobahnkreuze, ich suche Türme, ich suche markante Punkte auf dieser Karte, die man eben aus der Luft dann dementsprechend auch gut erkennen kann. Sprich, ich fliege über die Ruhr und ich will aus meinem rechten Fenster einen See sehen, der ja, ziemlich genau unter meiner Tragfläche dann zum Beispiel ist, wenn ich rausgucke. Solche Geschichten. Oder ich fliege genau auf ein Autobahnkreuz zu. Das ist auch immer ein großer, ja, markanter Punkt, den man aus dem Cockpit wirklich sehen kann. Das Problem ist dann allerdings, wenn ich zum Beispiel nur eine Autobahn überfliege und ich sage, okay, die Autobahn ist jetzt mein Waypoint. Das ist nicht genau. Also da muss irgendwie Zusatzinformationen dazu, denn so eine Autobahn ist eigentlich nur eine gerade Straße. Und woher soll ich wissen, ob ich jetzt die gerade Straße genau da überfliege, wo ich sie überfliegen will, oder einfach ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts. Ab und zu ist es vielleicht auch nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht sind es auch ab und zu ein paar Kilometer, die man dann auf dieser Straße sich versetzt befindet. Und dementsprechend muss man dann zusätzliche Informationen aus dieser Karte schon mal direkt entnehmen, die man dann sucht, um zu verifizieren, dass man wirklich da ist, wo man sein möchte. Das heißt, man guckt sich nicht nur die Route an, die man fliegt, sondern man guckt auch links und rechts davon, was befindet sich da. Niemals sollte ich diesen Fluss überqueren, der eigentlich die ganze Zeit links neben mir sein sollte. Und ich setze meine Wegpunkte dann so, dass ich von dem Autobahnkreuz über die Stadt zu dem nächsten Autobahnkreuz fliege und links neben mir ist die ganze Zeit dieser Fluss. Ein Beispiel. Und deswegen guckt man sich nicht nur seine Route an sich an und setzt seine Wegpunkte, sondern man guckt sich eben auch die Umgebung an. Das ist unglaublich wichtig. Und dann ergibt sich auch immer mehr ein Bild von der Route, die man am Ende fliegt. Denn wenn ich einfach schon weiß, okay, das ist erstmal Stadtgebiet, dann aufs Ländliche raus, eine Autobahn kommt von da, ein Fluss kommt von da, ein See liegt da, da ist ein hoher Schornstein, da ist ein Kraftwerk dann zum Beispiel, solche Geschichten, dann kriegt man immer mehr ein Bild davon, was einen dann an dem Tag des Fluges eigentlich erwartet. Helfen kann da auch ein Blick auf Google Maps. Das sollte man vielleicht nicht überstrapazieren, aber es kann sehr hilfreich sein. Gerade wenn man dann plötzlich sieht, okay, hier rechts befindet sich eigentlich die ganze Zeit neben meiner Flugroute ein Riesenkohleabbaugebiet. Tja, das hat jetzt schon geholfen. Und dementsprechend, das sind so Sachen, die einem da wirklich nochmal ein bisschen weiterhelfen können. Allerdings ist das natürlich keine Information, die auf dieser Karte drin ist. Das heißt, es ist Bonus, das ist Zusatz, dass man sich das besser vorstellen kann, was einen erwarten wird. Und deswegen da vielleicht nicht so sehr drauf verlassen, aber hier drauf und auf das, was man vorbereitet hat, sollte man sich immer verlassen können. Denn man kann sich halt auch irgendwann verlieren in der Luft, beziehungsweise ja, einfach verkacken. Das habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. Und dann weiß man halt nicht mehr, wo man ist oder nicht mehr genau, wo man ist. Und das ist halt ein Problem. Dann ist die Frage, was macht man? Und wenn man sich gut vorbereitet hat, dann weiß man natürlich ungefähr, wo man ist. Dann weiß man ungefähr, was um einen herum sein sollte. Und dann sucht man diese Punkte. Und man versucht nicht nur zu sagen, oh ja, da ist eine Stadt,
und da ist eine Straße, das ist auf jeden Fall das und das und zeigt irgendwo auf die Karte, sondern dann versucht man das zu verifizieren. Und zwar gucke ich dann links, rechts, davor, dahinter, ob das wirklich so ist. Ob da auf der Karte ist da zum Beispiel ein See davor, vor dieser Stadt. Ist auch in der Realität der See davor? Oder ist es vielleicht die Stadt daneben? Das sind so Dinge, die eben dann in der Luft wirklich eine große Rolle spielen können. Und da hilft diese ausführliche Flugvorbereitung wirklich eine Menge. Genau, und dann haben wir eben diese Karte schon mal so ein bisschen vorbereitet. Hier tragen wir uns dann zusätzlich zu unserer Strecke und unseren Waypoints auch die Platzrunden ein und den Wind. Den Wind kriegen wir aus den Wetterinformationen. So ein kleiner, schöner Windfall kommt dann hier hin. Und dann eben die Platzrunden. Die Platzrunden von den Plätzen, die wir überfliegen, die für uns relevant sind und natürlich, wo wir landen wollen. Und das gibt uns einfach nochmal ein bisschen einen besseren Eindruck von der Route, die wir fliegen, von dem, was uns erwartet. Das heißt, ich gucke während des Fluges auf mein Kniebrett, auf meine Karte und weiß direkt, ah ja, wir sind da. Da führt die Platzrunde lang. Das heißt, wenn er uns jetzt für die und die Platzrunde gleich einsortiert, dann weiß ich schon ungefähr, wie ich da reinkomme bzw. wo ich langfliegen muss. Und das ist schon mal eine sehr schöne Hilfe. Was da auch hilft, sind natürlich die Visual Operation Charts. Das sind diese schönen Karten hier zum Teil, beziehungsweise eben die Karten von den Flugplätzen selber. Da sind zum Beispiel jetzt für Gladbach Pflichtmeldepunkte eingetragen, wichtige Kurse, die man gegebenenfalls gegeben bekommt oder die man einhalten sollte. Markante Punkte sind hier nochmal etwas detaillierter dargestellt, weil das eben ein Kartenausschnitt nochmal ist, eben zur großen Karte ergänzend quasi ist. Und dementsprechend sollte man das, gerade wenn man noch nicht mal da landen will, sondern einfach nur durchfliegt oder in der Nähe von sowas fliegt, sollte man vielleicht überlegen, diese Karten auch auszudrucken. Klar, später vielleicht digital dabei zu haben, aber eben während der Ausbildung auszudrucken und dabei zu haben. Hier kriegen wir dann eben auch die Platzrundeninformationen raus, beziehungsweise die kriegt man auch, wenn es zum Beispiel speziellere Platzrunden sind oder wenn zum Beispiel nur eine südliche Platzrunde existiert und keine südliche und nördliche Platzrunde. Die Informationen kriegt man eben aus diesen Karten oder aus dem Internet. Viele Flugplätze haben super Hilfen und zwar so eine gesammelte Informationsseite, wo generelle Informationen zum Flugplatz sind, ein Link zum Wetter oder eine eigene Wetterstationsseite quasi ist, wo auch die aktive Piste schon angezeigt wird. Und eben auch Bilder, zum Beispiel aus der Luft von der Platzrunde, wo die eingetragen ist, Bilder von den Pflichtmeldepunkten und so weiter. Also da vorher auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Das ist eine riesen Hilfe, einfach als Ergänzung zu dem, was man eben quasi aus den offiziellen Seiten hier rausbekommt, nochmal auf die der Flugplätze selber zu gehen. Und dann steht quasi unsere Route. Und wir wissen, wie unsere Route aussieht. Ich könnte die ganze Route eigentlich schon im Kopf abfliegen. Aber dazu brauche ich Kraftstoff. Und es gibt genug Beispiele, wo das nicht richtig gemacht wurde, vergessen wurde oder aus irgendeinem Grund ein bisschen in die Hose gegangen ist. Dementsprechend Kraftstoff ist einfach noch so ein extra Punkt, den man da betrachten muss. Wir bei uns an der Flugschule, wir nutzen am Computer eine Flugvorbereitungssoftware, wo wir eben auch die Route, die ich hier auf der Karte mir eintrage, nochmal digital quasi abstecken. Und wir haben da auch unseren Weight and Balance und unseren Kraftstoffrechner mit drin. Das heißt, ich gebe ein, welches Flugzeug fliege ich. Da sind die Massen eigentlich schon eingegeben. Also Zero Fuel Weight vom Flugzeug, dann kommen Fluglehrer und ich meistens dazu oder nur ich. Und dann kommt noch Gepäck dazu und eben Kraftstoff. Und dann wird auch direkt ausgerechnet, wie viel Kraftstoff wird auf der Strecke verbrannt, wie viel brauche ich extra, wie viel brauche ich für Taxi, wie viel brauche ich für Holding und so weiter. Und das wird dann eben automatisch ausgegeben. Klar, man sollte das auch vielleicht noch manuell irgendwie ausrechnen können. Dazu gibt es ja gewisse Tabellen und Richtlinien. Aber bei uns ist es eben so, dass da dieses Programm auf jeden Fall unter die Arme greift. Und dann sehen wir, ob das, was wir tanken wollen, reicht. Beziehungsweise ob das, was wir tanken müssen, überhaupt reinpasst in Bezug auf Weight and Balance. Denn je nachdem, wenn man da nur zu zweit ohne Gepäck und dann voll getankt, dann könnte es schon sein, dass wir eben nicht mehr in diesem zugelassenen Bereich bei Weight and Balance sind. Und da muss man da ein bisschen umplanen. Oder man tankt halt ein bisschen weniger und vielleicht reicht es für die Route ja trotzdem. Oder man muss eben zwischentanken. Das heißt, da
Kraftstoff, Weight and Balance, das ist auf jeden Fall nochmal ein extra Thema, was sehr wichtig ist. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir eigentlich los. Beziehungsweise dann können wir den Computer ausmachen, unsere Sachen packen und zum Flieger gehen. Und zwar haben wir dann unsere Route. Wir wissen, die funktioniert, voraussichtlich. Unser Wetter haben wir. Wir wissen, was uns auch vorher und nach dem Flug eigentlich so erwarten könnte. Just in case, dass es doch was länger dauert. Wir können uns bildlich vorstellen, wie unser Flug aussehen wird, was uns erwartet. Und wir wissen, oder wir haben die Gewissheit, dass wir auch genug Sprit dabei haben. Das muss man natürlich nochmal checken, wenn man ein Flieger ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, wie viel wir brauchen und dass dann gegebenenfalls nochmal nachgetankt werden müsste. Das sind alles Punkte, die ultra wichtig sind. Ein kleiner Tipp nochmal am Ende. Und zwar, wenn ihr euch unsicher seid wegen zum Beispiel FIS, also Flight Information Service, oder der Kommunikation mit dem Tower oder Ähnlichem. Ihr habt ja während der Ausbildung in der Regel alle so ein schönes Kniebrett und da sind Seiten drin. Und nehmt euch eine Seite, schreibt euch diesen ersten Funkanruf zum Beispiel auf. Also wo ihr euch meldet bei Mönchengladbach-Turm, dass ihr gerade querab von Jülich seid in 2000 Fuß und gerne durch die Kontrollzone wollt. Natürlich dann in der richtigen Phrasiologie, aber genau, schreibt euch das gerne auf, bringt euch keiner für um und habt immer einen Stift dann griffbereit, denn je nachdem, wie viel los ist, quatschen die auch relativ schnell. Aber das ist eine andere Sache, dann sind wir ja schon im Flug. Aber Flugvorbereitung, schreibt euch diese Sprüche einfach schon mal auf und dann habt ihr schon mal eine Sorge weniger. Gerade am Anfang hat mir das sehr geholfen. Das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Es waren bestimmt eine Menge Informationen für Leute, die es jetzt noch gar nicht gehört haben. Und ich hoffe auch, dass es für den einen oder anderen interessant war, der schon ein bisschen mit dem Thema zu tun hatte, beziehungsweise ja, schreibt in die Kommentare, was ihr noch dazu sagen könnt, sagen wollt oder vielleicht, was euch noch mehr interessiert, worauf ich noch mehr eingehen soll in den nächsten Videos. Und dann würde ich erstmal sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.